Jetzt wollen wir uns noch schnell befassen mit dem Cup-Finale. Sion gegen Ibe. Das ist natürlich ein spezieller Affische, was in der Geschichte des Schweizer Cup, was seit 1926 der Finale gespielt wird, dreimal gegeben im Finale. Zum ersten Mal standen sich die beiden Teams 1980 im Cup-Finale gegenüber. Sion setzte sich 2-1 durch. Es war, das zeigte sich erst im Nachhinein, dasjenige Endspiel zwischen Ibe und Sion, das am wenigsten turbulent verlief. Ganz anders 11 Jahre später. 1991 führte Ibe zur Pause 2-0. Alles schien entschieden. Bis zwei Sittener Einwechselspieler die Partie auf den Kopf stellten. David Orlando gelang in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer der Ausgleich. Und nur eine Minute später erzielte der junge Alexandre Rey den viel umjubelten Siegtreffer in einem unvergessenen Cup-Finale. 2006 trafen die Berner und die Walliser letztmals in einem Endspiel aufeinander. Wieder ging Ibe in Führung. Aber erneut ließ sich Sion dadurch nicht beirren. 1-1 stand es auch nach der Verlängerung. Im Penaltyschießen versagten den Berner Schützen die Nerven. Die Walliser hingegen blieben cool und holten sich bei der 10. Finalteilnahme zum 10. Mal den Pokal.